Aber ich kann jeden, ich kann wirklich jeden nur empfehlen, mal einen Track anzuhören. Und das können wir von mir aus auch jetzt machen. Chio, rest in peace. Chio, der von SpongeBob zerfleischt wurde, aber trotzdem gut ist. Ey, Chio ist wahnsinnig gut. Also ich guck mir jetzt, ich höre mir jetzt nicht seine anderen Tracks weiter an. So, also ich habe jetzt noch nichts weiter angehört von ihm. Aber der Track, also wer den nicht fühlt, der ist auf einer anderen Art und Weise komplett lost. Also der ist komplett lost und dem sollte eigentlich sämtliche Existenzen entzogen werden. Real Talk, weil das, der Track ist krass. Der Track ist richtig krass. Baum, ich grüß dich. Also ohne Scheiß, wer das jetzt das erste Mal hört und das nicht fühlt, ist einfach dumm. Real Talk. Und Ort, Luna, schön, dass du beim Start bist, Bruder, und danke für den Follow. Ehre. Was ist nur aus Rap passiert? Komm schon. Was ist so mit Rap passiert? Mit Rap. Als könnte irgendeine Melodie da draußen euren inhaltslosen Dreck kaschieren. Kaum noch jemand, der was brauchbar. Ey, ich krieg da ohne Scheiß, ich krieg Gänsehaut von dem Real Talk. Weil ich momentan so auf der Schiene bin, einfach das zu sagen, was einem auf dem Herzen liegt und nicht diese gefakte, geheuchelte Scheiße von den YouTubern. Bruder, das ist so wild. Es ist so wild. Ey, und ich, wer das jetzt erstmal hört, dass es jetzt wird, das ist der absolute Segen. Alles macht alles nach Schema F auf dem Aufgabenblatt. Ihre Aufnahmen titten vor dem Traumwagen statt. In den Rauchschwaden brüllt die Gang lautstark im Takt. 1000 Videos. Ich muss aber auch sagen, ich gönn mir keine Tracks von diesen Rappern. Von Capital Bra, von Ferro, Mero, Zero, El Mero. Was es da sonst noch für Eros gibt. Das klingt für mich nach nichts. Ich brauche Leute, die authentisch sind, die Real Talk rappen oder die lyrisch krass sind. Und ohne Scheiß, wie gesagt, ich höre mir fast nur Kollega an. Ich höre mir öfter mal Matrix an, dann solche Real Talk Sachen in Reportagen. Ich kenne sonst nicht viele Rapper, die noch ihrer Linie treu geblieben sind und einfach Real Talk das rappen, wofür sie stehen. Und das, was jetzt die meisten rappen, ist die größte Scheiße aller Zeiten. Apfelplatz, keine Aussage, Hauptsache die Auflage passt. Also raus in der Nacht, den Kids imponieren. Autotune raufgeklatscht und die Klicks explodieren. Sie fliegen über den Wolken, als würde dies was bedeuten. Doch merkt euch auf, die Bild-Zeitung ist beliebt bei den Leuten. Denn trotzdem vielen Verkäufen seid ihr nur fake und nicht mehr. Selbst die etablierten Rapper rennen dem Trend hinterher. Die Worte, der Flow, selbst das Soundbild ist gleich. Immer auf der Suche nach ein wenig Aufmerksamkeit. Die Texte ohne technische Stärken, Markenprodukte, Dreck in den Fersen, Gucci, Prada, Bräute und Koks. Ja, Berlin lebt, aber Deutschrap ist tot. Was ist nur mit Rap passiert? Nur noch dämliche Phrasen, so viele Alben, doch so wenig zu sagen. Was ist nur mit Rap passiert? Nur noch Drecksmelodien, die den schlechten Text überspielen. Was ist nur mit Rap passiert? Guck, sie reden von Marken und profilieren sich mit dem, was sie tragen. Was ist nur mit Rap passiert? Alter, vor allen Dingen, das musst du halt wirklich mal getrauen. Er macht einfach ein Ansagevideo gegen alle Rapper. Hat Rap nicht verdient, armen Bruder, rest in peace. In den Videos, da laden sie die Uzi-Waffen. Doch echte Gangster tragen keine Gucci-Taschen. Echte Gangster tanzen nicht wie Hampelmänner. So bekommt man sicher keine Knarren von dem Waffenhändler. Mit allen Kräften soll der Kassenflop vermieden werden. Deshalb kommen sie auch nur mit massenkompatiblen Fersen. Lady hier, lala da, Lady hier, tralala. Da noch ein paar Backen, die rumwackeln vor der Kamera. Ich würde sie doch alle spielen, gleich zerfleischen. Mero, Ero, Fero, Lero oder wie sie alle heißen. Alter, das ist so Real Talk einfach. Pass, bekomm ich Hautausschlag, nur noch Standardlines, alle gleich und austauschbar. Sie sind wack, egal wie viele Platten sie vertreiben. Es war immer leicht mit Singerei die Massen zu erreichen. Denn ihr labert doch nur Schrott, klar, die Parts bleiben im Kopf. Nur was unterscheidet euch denn noch von Schlager oder Pop? Boah, das ist so Real Talk, oder? Was unterscheidet euch zwischen Schlager und Pop? Denn ihr labert doch nur Schrott, klar, die Parts bleiben im Kopf. Nur was unterscheidet euch denn noch von Schlager oder Pop? Die Texte ohne technische Stärken, Markenprodukte, Dreck in den Fersen, Gucci, Prada, Bräute und Koks. Ja, Berlin lebt, aber Deutschrap ist tot. Was ist nur mit Rap passiert? Nur noch dämliche Phrasen, so viele Alben, doch so wenig zu sagen. Was ist nur mit Rap passiert? Nur noch Drecksmelodien, die den schlechten Text überspielen. Was ist nur mit Rap passiert? Guck, sie reden von Marken und profilieren sich mit dem, was sie tragen. Was ist nur mit Rap passiert? Das hat Rap nicht verdient. Amen, Bruder, rest in peace. Was ist nur mit Rap passiert? Nur noch dämliche Phrasen, so viele Alben, doch so wenig zu sagen. Was ist nur mit Rap passiert? Nur noch Drecksmelodien, die den schlechten Text überspielen. Was ist nur mit Rap passiert? Guck, sie reden von Marken und profilieren sich mit dem, was sie tragen. Was ist nur mit Rap passiert? Das hat Rap nicht verdient. Amen, Bruder, rest in peace. Real Talk, das ist das gelungenste Video oder der gelungenste Track 2019. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
ich persönlich finde, das ist somit der gelungenste Track 2019 gewesen, weil der nochmal alles zusammengefasst hat. Ich bekomme da jedes Mal Gänsehaut und es ist so viel Real Talk auf dem Haufen. Ich verstehe nicht, wie man das disliken kann. Also ja, das disliken ist halt wirklich der absolute Hund. Ihr schreit dann in diesem Moment, wenn Ferro sagt, dass Chia ein Möchtegern-Rapper ist. Als ob Ferro gesagt hat, dass Chia ein Möchtegern-Rapper ist. Einer, der mit Herz rappt, wird hier als Möchtegern-Rapper hingestellt. Was? Ferro Chio. Ferro Chio das. Ansage, Ferro reagiert auf Chio das Track. Ui. Wirklich? Alter, Real Talk, ey, das gucke ich mir jetzt an, ich bin jetzt echt gespannt. In der Deutschrap-Szene gefällt nicht allen, vor allem die vielen Trap- und Autotune-Elemente. Eine Ferro, Leute, ey, ganz ehrlich, Ferro macht auch so Lalelu-Trap. Plötzlich in jedem Rap-Song und es wird kaum noch gerappt, es ist zu poplas. Vor allem, mittlerweile gibt es so viele Duplikate, die auch noch genauso aussehen wie der. Das ist so traurig, das ist genauso wie auch Meru oder so. Da gibt's Leute, da denke ich mir so, ey, ihr seht sogar genau gleich aus. Also, wie wenig relevant möchte man eigentlich sein? Oder wie wenig Selbstvertrauen kann man eigentlich zeigen, dass man aussehen möchte wie jemand und sich dann auch so stylt und sich so verhält? Das ist ja absolut dämlich. Lustig geworden, sagen viele. Genau darüber hat Gio gerappt und mehrere Rapper direkt angegriffen in seinem Song. Wie zum Beispiel... Oh, Rapjack, halt's Maul, schick jetzt an die Nase raus, Mann. UFO, andere Rapper natürlich. Ist Fedo ganz... Und zwar, schaut es jetzt euch hier an. Und zwar habe ich gerade so einen YouTuber gesehen, so einen Möchtegern-Rapper. Ein Möchtegern, er nennt ihn wirklich Möchtegern-Rapper. Ey, ich habe mittlerweile alles gesehen auf YouTube, oder? Gio wieder. Sein Flow wie ein Renault Clio. Sein Flow wie ein Renault Clio, was? Gio, wie der auch heißt. Sein Flow wie ein Renault Clio. Digga. Peach. Das ist ein kleiner Peach. Peach. Du Junge, sag mal, ist das der Bruder von Let's Big hier, oder? So, Leute. Alter. Hier hat sich gerade jemand selber das Jahr tausendste Jahre genommen. And how can it be?